Wählen Sie Monitor aus dem Hauptmenü aus. Der Monitor wird benutzt, um die Position des Benutzers zu sehen, zum Beispiel, wo er oder sie sich befindet, wenn die Poseidon-App benutzt wird. Dies funktioniert aber nur, wenn die Option in der App angeschaltet ist. Sie können die Position des Benutzers auf der Karte sehen. Am unteren Ende der Seite können Sie die Informationen über die Position des Benutzers finden. Hier sehen Sie den Namen des Benutzers, ob das Tracking aktiv ist oder nicht, Adresse, Datum und Zeit der zuletzt erreichten Position, Kontaktstatus mit dem Telefon, Durchschnittstempo des Benutzers, die Genauigkeit des Trackings und welches Gerät getrackt wird. Weiterhin können Sie hier die Akkuladung des Smartphones sehen.